Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem unglaublich wichtigen Thema Sicherheit auf dem Wasser. Weil uns das Thema sehr, sehr wichtig war, haben Tristan und ich uns zusammengesetzt und versucht, die Mythen zu klären. Was passiert, wenn du mit einer Warthose ins Wasser fällst? Hilft die Rettungsweste wirklich? Gibt es vielleicht andere Tools, die du mit der Rettungsweste kombinieren solltest, um deine maximale Sicherheit zu gewährleisten? Wir haben das Ganze in Experimenten ausprobiert, aber wir haben auch Tristans geballtes Wissen herangeholt. Tristan ist nämlich Marinesoldat bei der Bundeswehr. Und wenn einer wissen muss, was wirklich hilft und was du vermeiden solltest, dann ist es jemand, der diesem Beruf nachgeht. Dieses Video war ursprünglich auf der Videoplattform 12 Feet Pro zu sehen und wir haben uns entschlossen, weil es so wichtig ist, das Ganze jetzt hier auf YouTube zu präsentieren und wollen dir damit natürlich auch zeigen, was für einen wichtigen und lehrreichen Content wir auf der Plattform auch präsentieren neben den ganzen Filmen. Und wenn dich das Video irgendwie begeistert und du sagst, ich möchte euch unterstützen und ich möchte Teil der Community werden, dann laden wir dich natürlich herzlich dazu ein und geben dir sogar 20% auf das Jahresabo. Wenn du diesem Link hier in der Videobeschreibung unten folgst, dann kommst du direkt zum Anmeldeprozess, kannst von 20% aufs Jahresabo profitieren und uns damit unterstützen. Jetzt hoffen wir natürlich aber erstmal, dass du viel Spaß hast mit diesem kommenden Video, viel davon lernst und natürlich viel sicherer am Wasser unterwegs sein kannst. Ich sage, Film ab, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, euer Philipp. Ich bin trocken, nicht drauf vorbereitet, nur gedanklich drauf vorbereitet und fall jetzt, Drill, eine Welle kommt und ich fall ins Wasser. Heute wollen wir uns einem ganz besonderen Thema widmen, das in der Anglerschaft oft noch stiefmütterlich behandelt wird. Eine Hauptrolle kriegt dabei diese Schwimmweste hier, die uns unser Dummy Philipp heute anlegen wird. Bevor wir damit anfangen, will ich euch mitnehmen auf eine kleine Gedankenreise, in der wir uns vorstellen, unter welchen Situationen wir diese Schwimmweste überhaupt anlegen. Meistens ist es dabei kalt, es ist nachts und wir sind im Stress, weil wir von unserem Bissanzeiger aus dem Schlaf gerissen werden und schnell zu diesem Fisch wollen. Das sind die Startbedingungen, unter denen wir diese Schwimmweste sicher anlegen müssen, damit sie uns auch, wenn wir ins Wasser fallen, den Dienst erweisen kann, den sie leisten soll. Kommen wir einmal ganz kurz zu der Funktionsweise der Schwimmweste. Ich werde hierbei alle Baugruppen der Schwimmweste benennen. Dann gucken wir einmal ins Innenleben. Da können wir dann sehen, auf welche unterschiedlichen Mechanismen die Schwimmweste ausgelöst werden kann und wie das Ganze funktioniert. Zuerst habe ich hier die äußere Schicht der Schwimmweste. Darunter verbergen sich die Schwimmkörper und eine CO2-Kartusche und die Auslösemechanismen. Außerdem habe ich hier hinten ein Gurtsystem. Das hier ist der Brustgurt, der später hier lang geht. Und hier unten befindet sich noch ein zusätzlicher Gurt. Das ist der Schrittgurt. Der geht zwischen den Beinen durch und wird hier oben wieder eingeklickt. Wenn wir hier die Schwimmweste an der Seite aufmachen, können wir schon sehen, das Gelbe sind die Schwimmkörper, damit man auch gut gesehen werden kann. Und hier befindet sich die Kartusche. Das ist eine CO2-Kartusche, die sorgt dafür, dass diese Schwimmkörper sich dann füllen. Und dann können wir noch die beiden Auslösemechanismen sehen. Es gibt einmal hier einen manuellen Auslöser, da kann man kräftig dran ziehen. Dann wird hier dieser Hebel ausgelöst und die CO2-Kartusche fängt an, den Schwimmkörper zu fluten. Hier unten haben wir eine Kapsel, die kann man abschrauben. Unter dieser Kapsel verbirgt sich dieses kleine Teil hier und da drin befindet sich eine wasserauflösende Tablette. Sobald man also mit der Schwimmweste ins Wasser fällt und diese Kapsel sich mit Wasser flutet, löst diese Tablette sich auf und sorgt auch dafür, dass die Schwimmweste ausgelöst wird. Ich kann jetzt auch hier sehen, wenn ich diesen Becher hier unten zuschraube, dass der jetzt auf rot ist. Genauso habe ich hier auch nochmal eine Stelle, die grün ist für den Handauslösemechanismus. Das ist an der Schwimmweste vorteilhaft, wenn ich den Körper einmal hier aufmache und mir das System angucke, ist einmal, wenn diese Kapsel zugeschraubt, alles grün und auch bei dem Handauslöser alles grün. Ist es der Fall, kann ich die Schwimmweste benutzen.
Ist das irgendwo nicht der Fall, dann ist was nicht in Ordnung und ich muss die Schwimmweste auf jeden Fall kontrollieren, denn eventuell hat sie schon mal ausgelöst, die CO2-Kartusche ist nicht mehr gefüllt und ähnliches. Zusätzlich, nachdem man kontrolliert hat, ob hier beide Systeme grün sind, automatische und manuelle Auslösung, kann man noch die CO2-Kartusche abschrauben. Man merkt, okay, die ist noch schwer, also gefüllt, und außerdem darf hier oben kein Loch drin sein. Dann ist die einsatzbereit. Sollte es doch mal dazu kommen, dass die Kartusche ausgelöst ist, können wir genauso das ganze System mit dem Mund aufpusten. Die Bauteile und Schwimmweste haben wir einmal erklärt. Jetzt geht's in den praxisnahen Bereich und wir werden die Philipp einmal anlegen, so wie man eine Schwimmweste auch tragen sollte. Fang erstmal an, wirf sie dir selbst über. Genau, der Start ist erstmal intuitiv. Man muss also mit den Armen in die Gurte hier einsteigen und dann hat man hier vorne einmal den Brustgurt. Den klippt man zu. Worauf ist es jetzt wichtig zu achten? Einmal, dass wir hier ungefähr so eine Handbreit zwischen Gurt und Körper und Bekleidung haben. Die Einstellmöglichkeiten für den Brustgurt befinden sich hier, mach mal deine Arme hoch, an der Seite und außerdem auch, kannst du Arm wieder runter machen, hier vorne. Das dauert ein bisschen, um das einzustellen. Und am besten, es ist zu zweit. Ja. Also auf die Schnelle ist das nicht gemacht. Arm nochmal hoch. Das heißt, wir müssen hier einmal, das ist jetzt sehr weit, das ist jetzt ein bisschen enger, so dass hier noch die Hand dazwischen passt. Das sollte gehen. Und dann muss ich das jetzt hier vorne noch nachjustieren und ein bisschen die Lose rausholen. Das dauert eigentlich am längsten, weil hier mehrere Gurte übereinander gelegt sind. Die Konsequenz daraus ist, wenn ihr die einstellt, dann ist die einmal auf das eingestellt, was ihr auch an Klamotten anhabt. Ziehe ich dann auf einmal, wenn es November ist oder so, eine dicke Jacke noch drüber, passt die Schwimmweste nicht mehr. Muss man auf jeden Fall mit beachten. Jetzt passt die Schwimmweste, passt, wackelt und hat Luft. Jetzt müssen wir uns bloß noch um den Schrittgurt hier kümmern. Philipp hat jetzt den Schrittgurt angelegt. Wir können sehen, der sitzt ziemlich locker. Das heißt, justier mal einmal schön nach. Genau. Und dann kannst du zum Test einmal in die Hocke gehen. Gut. Und einmal so ein bisschen so machen. Okay. Passt das? Ja. Dann kann man, also wenn das passt, noch einmal einen kleinen Ticken nachziehen. Und dann sind wir auch safe. Es gibt auch Schwimmwesten, die diesen Schrittgurt nicht haben. Achtung an der Stelle, davon raten wir ganz klar ab. Dieser Schrittgurt wird am stiefmütterlichsten überhaupt von allen Sachen an der ganzen Schwimmweste behandelt und ist das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Sobald wir ins Wasser fallen und die Schwimmweste auslöst, sichert dieser Schrittgurt, dass diese Schwimmweste, die ausgelöst ist, nicht über unseren Kopf zeigt und uns damit auch unter Wasser drückt. Das heißt, der Schrittgurt verhindert eindeutig, dass wir aktiv sozusagen von dieser Schwimmweste zum Ertrinken gebracht werden. Also, das ist mit das Wichtigste, was wir überhaupt haben können. Schrittgurt muss unbedingt angelegt sein. Und ich glaube, viele kennen die Bilder, wo der einfach nur leger an der Seite runterhängt. Das ist fatal. Die Schwimmweste ist jetzt angelegt. So wie es aussieht bei Philipp, würde ich ihn auch mit aufs Boot nehmen und mich auch sicher fühlen. Das werden wir jetzt auch machen. Angst? Nee, Angst habe ich nicht. Aber ich glaube, das ist schon eine Situation, die den nötigen Respekt mitbringen sollte von unserer Seite. Aber ich bin echt gespannt. Ich glaube, das packe ich noch aus vorher. So. Hast du noch Kontakt? Eine gute Stelle jetzt gesucht. Auf der Seite ist es flach, auf der Seite ist es tief und jetzt werden wir eine Situation simulieren, nachstellen, mit dem gesunden Respekt auch der ganzen Sache gegenüber, in der Philipp ins Wasser fällt und wir uns dann am Live-Beispiel angucken, was passiert. Philipp wird einmal die klassische Reaktion zeigen, ob er will oder nicht, das ist der Kälteschock. Ja.
das ist das Erste, was passieren wird. Dann werden wir einmal versuchen, Brust zu schwimmen und zeigen, dass es nicht klappt. Und dann werden wir mal versuchen, Philipp alleine ins Boot kommen zu lassen. Also die Situation simulieren, ich bin alleine auf dem Wasser, fall mit der Schwimmweste rein und versuche wieder ins Boot zu kommen. Und beim zweiten Mal werde ich mit anpacken, also wir sind zu zweit im Boot, einer fällt rein und einer kann noch versuchen, den anderen mit reinzuziehen. Und dann gucken wir uns mal an, wie leicht oder schwer das ist. Ich habe jetzt das volle Outfit an, lass mich hier einfach dann rüberfallen, jetzt. Ja. Jacke, Pulli, Hose, Socken, Badhose. Und natürlich eine sauber angelegte Schwimmweste. Ich lasse mich jetzt reinfallen. Ich bekomme dann erstmal, ich komme hoch, atme einmal, leg mich so hin. Ja, das wäre das richtige Verhalten. Ich hoffe, dass der Mechanismus selbst auslöst nach 3 Sekunden, wenn nicht, ziehe ich hier. Das war's. So ist es. Und dann schwimme ich eine Weile im Wasser. Den Rest machen wir dann gleich, genau. Ja, erstmal klarkommen. Ja. Okay. Ich bin trocken, mich darauf vorbereitet, nur gedanklich darauf vorbereitet und fall jetzt, Drill, eine Welle kommt und ich fall ins Wasser. Und ich fall ins Wasser. Okay. Hier ist Luft drin. Ja. Das Wasser kommt rein. Kommst du bis hierher? Ich kann mich jetzt sofort bewegen. Okay, sehr gut, ja. Vom Rad. Okay. Versuch mal, so zu schwimmen. Genau. Dreh dich mal auf die Brust, ja. Okay. Das geht. Okay. Ich könnte so schwimmen. Ja. Aber so bin ich. Schon sicherer. Fühlt sich das so angenehmer auch an? Ja. Okay, mach mal mit den Armen so. Ja, genau. Okay, genau, das ist gut. Und dann versuch mal irgendwie hier reinzukommen. Okay. Jetzt kommt die Luft aus der Warthose. Oh. Ich wusste nicht. Oh. So. Maschine, Alter! Okay. Warte. Ja, ja. Ich hänge jetzt irgendwo. Aber ansonsten. Ich hänge an diesem Teil hier. Ja. Okay. Realness-Situation hier! Oh, jetzt. Okay, das schaffe ich. Ich schaffe das. Oh. Oh. So. Okay, bist du drin? Ich bin, würde ich sagen, drin. Okay, richte dich mal einmal auf. Hier mit dem... die Warthose. Okay, warte, heb die nicht rein. Sieht aus, als ob du Elefantenbeine hast. Okay. Angefangen haben wir den Test, indem wir das Boot vertäut haben, also verankert haben, mit einer flachen und einer tiefen Seite aus Sicherheitsaspekten, falls irgendwas passiert, dass wir einen flachen Bereich in der Nähe haben. Philipp ist ins Wasser gefallen und die Schwimmweste hat ausgelöst, so wie sie auch soll. Bis dahin alles gut. Wir haben aber am Anfang natürlich die Situation, dass wir das Boot verankert haben. In der Normalsituation eher unwahrscheinlich, dass das der Fall ist, dass man von einem verankerten Boot ins Wasser fällt. Mit der Schwimmweste habe ich vorher ganz fest behauptet, kann man nicht brustschwimmen. Philipp hat das Gegenteil bewiesen, was schon mal ganz gut ist. Denn ich habe vorher als These behauptet, wenn man ins Wasser fällt, fängt man intuitiv an, mit der Brust zu schwimmen, so wie man es eben gelernt hat. Und die Schwimmweste, so meine These, würde einen immer wieder in Rückenlage bringen, weil die Schwimmkörper hier vorne angebracht sind, was auch total logisch ist. Denn die Schwimmweste ist nicht dazu konzipiert, sich selbst zu retten, sondern sie ist dazu konzipiert, dass man gerettet wird. Und unter Bedingungen, wo es Wasser richtig kalt ist, nicht so wie jetzt hier mit noch 17 Grad und vielleicht Sturm, Nacht und so weiter und so fort, soll die Schwimmweste das Überleben sichern. Und das macht sie, indem sie die Schwimmkörper hier vorne an der Brust anbringt und unser Atemorgan außerhalb des Wassers hält. Das ist deswegen wichtig, weil in der ersten Phase, wenn wir ins Wasser fallen, leiden wir unter einem Kälteschock. Da kann man auch nichts gegen machen. Der kommt. Und
In diesem Kälteschock passiert Folgendes. Die Haut reizt, ist sehr gereizt durch die Kälte und wir fangen an zu hyperventilieren. Also jeder kennt das aus dem Film, wir fallen ins Wasser, erstmal kommt ein tiefer Atemzug. Und dann fangen wir an zu hyperventilieren und atmen ganz schnell und flach. Wenn ich also in dem Moment, in dieser ersten wichtigen Phase, meine Atemorgane nicht außerhalb des Wassers halte, habe ich ein Problem. Das ist der Job der Schwimmweste. Und den hat sie auch erfüllt. Philipp konnte sich zwar auf die Brust drehen, hat aber auch ein bisschen Kraftanstrengung gebraucht. Die natürliche Haltung ist immer, ich komme in Rückenlage. Also auch, wenn ich ohnmächtig bin, könnte ich damit weiter atmen. Aber gut, dann machen wir das jetzt nochmal zu zweit. Du gehst wieder rein. Oh. So. Okay, dann komm mal ran. Ich kann dir auch noch helfen. Am besten ist, du suchst dir eine Seite aus, dass du hier seitlich dran liegst, okay? Okay, und die Beine wieder hoch. Genau. Normalerweise wäre hier jetzt Luft in der Warthose. Ja. Okay, ich lieg, halt mich fest. Okay, dann gucken wir mal, ob wir dich hier irgendwie... Was soll ich machen, um dich zu unterstützen? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Wir müssen erst mal gucken, ob ich dich hier über den Rücken reingehoben bekomme. Ich strampel mit. Ja. Also ich bin keine leblose Person. Okay. Der nächste Job der Schwimmweste ist, dass sie so einen über Wasser hält, dass man auch gut gerettet werden kann, weil man so ein bisschen in der waagerechten Position ist. Ja. Außerdem sorgt sie dafür, dass wenn mein Körper reagiert auf das kalte Wasser, ich mich nicht viel bewegen muss. Und das ist ganz wichtig, wenn ich länger im Wasser bleibe. Gott sei Dank haben wir das jetzt hier nicht gehabt. Aber wenn ich länger im Wasser bleibe, passiert Folgendes. Meine Extremitäten kühlen aus. Die Adern gehen zu, das ganze Blut, was ich habe, geht in die Körpermitte. Und da gehört es auch hin, weil das ist der wichtige Ort, wo meine überlebenswichtigen Organe sitzen. Und einfach das Herz und die Lunge dort sitzt und mich einfach am Leben erhält. Wenn ich mich anfange, viel zu bewegen, ja, und abarbeite, dann mache ich diese Blutgefäße hier wieder auf, indem ich meine Muskeln anstrenge. Und das warme Blut aus meiner Körpermitte fängt wieder an, in die Extremitäten zu fließen und bringt das ganze kalte Blut, was in meinen Extremitäten ist, in die Körpermitte. Und das kann im schlimmsten Fall zum Herzstillstand führen. Also ist die Schwimmweste eigentlich eher ein passives Rettungsmittel. Ich selbst als Verunfallter bin darauf angewiesen, dass mir jemand hilft. Okay, okay. Das Wasser schwappt rein. Ja, das ist dann so. Das ist dann so. Das kann ja auch rein. Das kann ja auch rein. Hauptsache ich überlebe, ne? Ja, ja, ja. Oh. Okay, das ist nicht leicht. Okay, aber ich bin drin. Ja, okay. Aber ich bin nicht leblos. Das muss man sagen. Ich bin nicht leblos. Okay. Oh. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Okay, es war unbeholfen, aber irgendwie... Wir haben es auch zum ersten Mal gemacht. Irgendwie haben wir dich reinbekommen. Die einzelnen Stufen, die es gibt, also der Kälteschock und dann später auch das Versteifen der Extremitäten, das ist davon abhängig, wie kalt das Wasser ist und wie lange ich mich da drin befinde. Ja. Und das Ziel ist also, ich muss so schnell wie möglich da wieder raus. Wir haben gesehen, es geht unter enormer Kraftanstrengung alleine. Wir haben gesehen, es geht auch irgendwie zu zweit. Und das ist auch... eine der wichtigsten Erkenntnisse. Das heißt, wenn jemand reinfällt, dann kriege ich den auch irgendwie wieder raus. Ich muss halt schnell sein. Ich versuche jetzt mal, da an den Rand zu gehen, die Warthose einmal leer zu machen und gucke mal, ob ich mit der Warthose auch ohne Schwimmweste schwimmen kann. Genau. Ich bin jetzt ohne Schwimmweste reingefallen, Badhose an. Guck mal, ich kann schwimmen. Okay, sie zieht dich also nicht nach unten. Sie zieht mich nicht nach unten. Ja. Ich kann die sogar so nach oben legen. Ja. Es gibt einen Mythos in der Karpfenangelgemeinschaft und auch darüber hinaus, dass die Badhose
offensichtlich aus Blei gebaut ist und man damit untergeht, wenn man das Ding anhat. Und wir können jetzt nach diesem Test sagen, es ist nicht der Fall. Man kann mit einer Warthose, wir haben jetzt hier Gummihose getestet, man kann mit dieser Warthose schwimmen und sie zieht einen nicht nach unten. Was auch normal ist, denn das Wasser im See ist genauso schwer wie das Wasser, was bei mir hier in der Warthose drin ist. Ja? Und die einzigen Schwierigkeiten, haben wir gesehen, hat Philipp gehabt, als er aussteigen wollte, weil natürlich das Wasser dann in die Beine sackt und ihm Schwierigkeiten bereitet. Aber wir haben es hinbekommen. Dann komm mal her und versuch mal einzusteigen. Ja. Ohne meine Hilfe. Ich vermute, dass es leichter geht. Glaube ich auch. Weil ich jetzt nicht diese großen Schwimmkörper am Körper. Ja. Ja, genau. 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 Mit einem Bein, vielleicht mit dem linken Bein, irgendwie auf dem Schlauch oder mit dem rechten. Na, also. Das ist schwer. Das Bein hochzukriegen ist auch schwer. Oh, weil das ist Gewicht drin. Ja. Also, wenn man rauskommt. Ja. Man sieht es jetzt schon. Ja. Hier ist mein Fuß. Die Warthose, okay. Zieht alles nach unten. Okay, dann mach nochmal Folgendes. Geh nochmal zurück, wenn du kannst. Wo zurück? Ins Wasser. Ja. Das Wichtigste ist jetzt, genau, du bist mit der Warthose bis hierher geschwommen. Jetzt mach mal diese Gurte. Ja. Lös die mal. Die Schultern runter. Einfach, also entweder machst du sie auf oder du machst sie die Schultern runter. Mach sie mal auf. Mach mal auf. Das ist Sinn. Genau. Genau, dann hast du eine Hand, kannst du auch am Boot und mit einer Hand kannst du arbeiten zum Aufmachen. Weißt du, dass das Boot nicht wegtreibt? Ich hab sie jetzt auf. Du hast sie beide auf? Ja. Okay. Und dann komm nochmal und steig nochmal ein. Wird sie im Wasser bleiben, oder? Hoffentlich. Ja, sie pellt sich ab. Ja. Wahnsinn. Es ist nicht unbedingt leicht. Nee? Es ist nicht leicht. Okay. Und wir haben auch gezeigt, dass man mit Schwimmweste, ohne Schwimmweste, Warthose an, im Wasser schwimmen kann. Also Leute, glaubt nicht mehr an dieses Ammenmärchen. Das ist eindeutig widerlegt. Also Warthose im Boot anhaben. Ich würde jetzt nicht sagen, kein Problem, aber es ist nicht so, dass man damit, wenn man ins Wasser fällt, automatisch das Zeitliche segnet. Das Ding ist sackvoll, ja. Das Ding ist sackvoll. Oh! Aber im Wasser stört mich das beim Schwimmen überhaupt nicht. Ja. Ja. Okay, komm, gib auch einen Fuß her. Gib mal einen Fuß. Dann können wir den auskippen. So. Wo hänge ich die dann ein? Am besten an der Seite. Hier. Ja, weil am Schritt kann es unangenehm werden. Ja. Genau. Das will ich nicht. Und dann eins an der Reling an der Seite. Ja, genau. Damit ich mit dem Boot vertäut bin. Achso, die Warthose. Brauchst du nicht. Ist egal. Wir haben die Warthose, getestet, ne? Genau, die Warthose, die Funktion der Warthose und so, Einschränkungen haben wir alles gesehen. Jetzt lösen wir die Klipse. Und lassen wir hängen. Genau, die lassen wir einfach hängen, ja. Und nehmen die als Peilpunkt und fahren dann drauf zu, von da am besten, hier ja, drauf zu. Ich drehe eine Runde. Genau, und dann fällst du rein. Der letzte Punkt, auf den ich eingehen will und der mir noch am allerwichtigsten ist, ist die Lifeline. Wir haben gesehen, wir lösen uns von dem Anker und Philipp fällt aus einem fahrenden Boot ins Wasser. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ich zum Ziel habe, ich möchte schnell aus diesem Medium Wasser wieder rauskommen, dann muss ich was in der Nähe haben, was mich rettet. Und das ist mein Boot. Und wenn ich mit dem Boot nicht verbunden bin, der Motor noch an ist, der Wind das Boot wegtreibt, dann habe ich ein Problem. Und dann brauche ich auch die Schwimmweste, weil die hält mich in dem Moment am Leben. Denn nach ungefähr 5 Minuten kommt eine Art Schwimmversagen, je nachdem, wie kalt das Wasser ist. Und ich kann mich nicht mehr über Wasser halten. Das heißt, meine normale Schwimmbewegung ist kaum noch möglich, weil diese ganzen Extremitäten versteifen und die Hyperventilation mich auch Energie kostet und nicht mehr so viel Sauerstoff bei mir ankommt und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich komme von der Waagerechten in die Senkrechte und die Szenen kennen wir aus Filmen alle, dann wird irgendwie noch wild rumgerudert und dann gehe ich unter. Also ich brauche dann in so einem Fall die Schwimmweste unbedingt. Habe ich diese Lifeline
bin ich mit meinem Boot verbunden und dann auch mit meinem Medium, wo ich mich schnell wieder reinbewegen kann, raus aus dem Wasser. Und das ist das Allerwichtigste, was wir gesehen haben. Ich bin mit dem Boot verankert, über die Lifeline. Der Motor läuft, ich drehe, Welle kommt. Oh, okay. Okay. Motor läuft. Der Motor läuft. Zieh dich ran. Zieh mich ran. Versuch den Motor. Ich versuche von hinten ranzukommen. Aber nicht an den Motor reinkommen. Versuch von hier. Versuch von hier. Von hinten kommt man nicht ran. Von hinten geht's nicht. Von hier. Okay, mach den Motor aus. Mach den Motor aus. Sehr gut. Okay. Motor ist aus. Okay. Ich bin am Boot. Du bist am Boot. Und ich bin so sogar schon weit oben. Und es geht jetzt echt ohne die Warthose. Ja. Ganz gut, gerade, ne? Schön leicht. Ja. Also die Warthose ist schon eine Erschwerung, ja, rauszukommen wegen diesem ganzen Wassergewicht. Hat man ja gerade gesehen. Es war nicht schwer ranzukommen. Ich glaube aber, dass die Kombination Schwimmweste, Lifeline und Warthose brauchbar ist. Sehr gut. Ich war vorher natürlich richtig aufgeregt, weil ich auch nicht wusste, was passiert. Ich habe mich einfach ins tiefe Wasser fallen lassen. Was natürlich jetzt, ja, 17 Grad geht natürlich noch, aber irgendwie, ich hatte da natürlich auch keine Lust drauf, aber ich wollte wissen, was passiert, ne? Mhm. Und ich wusste, dass ich jetzt einen erfahrenen Seemann dabei habe, der auch mehr oder weniger die ganzen Griffe ja zumindest theoretisch schon tausendmal durchdacht hat. Und deswegen wusste ich, dass ich dieses Risiko eingehen kann. Und ich wollte auch diesen Mythos einfach mal aufklären. Und deswegen habe ich es gewagt. Okay. Was ist für dich das erste Wichtige gewesen, so, ich sag mal, innerhalb der ersten 10, 20 Sekunden, nachdem du ins Wasser gefallen bist? Was ist so das Auffälligste gewesen, womit du vielleicht vorher nicht gerechnet hättest oder so? Also witzig fand ich halt vor allem, dass Luft in der Warthose war, dass die Beine durch die Luft auch nach oben gezogen wurden. Mhm. Also die hat tatsächlich eher geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Erst als ich die Beine runtergedrückt habe, ist natürlich die Luft entwichen. Die geht immer nach oben, Luft ist leichter, Wasser ist schwerer, also geht die Luft nach oben und dann wird man sozusagen geflutet. Die Hose wird geflutet und ja, so nach und nach dringt das Wasser dann noch zum Körper durch. Ne? Also man ist in diesem ganzen Paket, wie man da liegt, wenn die Schwimmweste dann ausgelöst hat, das habe ich auch noch nie selbst erlebt, wenn diese Schwimmweste auslöst, in diesem ganzen Paket ist man mega unbeweglich, halt, hängt da, hat nasse Klamotten, ist natürlich keine angenehme Situation. Man kann nicht so gut schwimmen, also man ist schon alles sehr träge, ne? Das ist alles sehr, die Armbewegung und so wird alles abgebremst. Die nächste für mich spannende Frage ist, wie war das Reinkommen ins Boot? Ja, wir hatten es ja erst getestet mit der Schwimmweste und der Warthose. Genau. Wir wussten auch nicht, wir wären eigentlich davon ausgegangen, es geht nicht. Mhm. Ne? Also, dass ich mich da richtig abquäle. Wir haben ja extra eine Situation gewählt, wo ich nicht mich am Boden abstoßen konnte, genau, sondern über tiefem Wasser sozusagen mit den Beinen ins Wasser geschlagen habe, um mich hochzurobben. Mhm. Der größte Hinderungsfaktor dabei war definitiv die Schwimmweste. Mhm. Das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ja. Diese Schwimmkörper, diese Luftkörper hier vorne, ja, ich musste halt weit greifen und musste mich dann irgendwo festhalten, mir irgendwelche Teile suchen im Boot, den Spiegel hinten, irgendwo unter den Schlauch mich geklammert. Und dann habe ich halt getreten, kräftig mit den Beinen getreten und konnte mich so Stück für Stück immer ein Stück höher robben. Mhm. Aber diese Schwimmkörper, die waren unglaublich hinderlich. Ja. Hinderlich, ja. Ja, meine große Sorge wäre halt, da man ja gesehen hat, dass das eine große Kraftanstrengung braucht, ins Boot zu kommen. Du musst sozusagen relativ schnell am Boot sein, damit du diese Energie noch hast. Also genau, also natürlich nachts bei hoher Welle und sowas, es ist eine ganz andere Situation. Ne? Das Boot geht ja auch die ganze Zeit ab. Mhm. Wir hatten hier ja nicht diese mega abgefuckten Konditionen. Muss man alles mit einberechnen, definitiv. Ja, ja. Ja, ja. Grundsätzlich, so wie du schon richtig gesagt hast, ist die Schwimmweste eher, um gerettet zu werden, nicht um sich selbst zu retten.
Man kann auch im Wasser, wenn man dann das Boot erstmal erreicht hat, auch die Sachen teilweise ablegen, so wie die Warthose dann. Also ja. Das war ein ganz großes Problem, dieses Gewicht der Warthose beim Reinziehen. Das hat extrem nach unten gezogen. Ja. Da würde ich vielleicht sogar empfehlen, wenn man am Boot ist, die Warthose bye-bye zu sagen und sich ohne reinzuziehen. Man hat sie ja sogar noch mitgerettet bekommen. Ne? Also das, eigentlich wir haben es jetzt unter diesen Bedingungen gerettet ja, ja, bekommen. Stimmt, wenn du wirklich am Arsch bist da draußen, dann ist es kalt ist und du rein willst, ja. Würde ich ans Boot ran und diese Warthose versuchen genau. loszuwerden, definitiv. Genau. Aber es geht. Also, erstmal. Solange man im Wasser ist, alles gut. Die Warthose zieht einen nicht nach unten. Genau. Und wenn du am Boot dran bist, eine Hand einfach ans Boot, mit der anderen die Klipse aufmachen und dann irgendwie rein. Genau. Und dann ins Boot und die Warthose runterrutschen lassen. Genau. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, dass man die Schwimmweste in dem Moment auch ablegt, wenn man am Boot ist. Würde ich, glaube ich, nicht empfehlen. Ich würde es auch nicht. Wenn man also, sie erstmal anhat, es geht irgendwie. Ich sag mal, es ist irgendwie Nacht und wir sind Mitte November und das Wasser ist halt nicht jetzt 17 Grad, sondern 10, 8, 9, 7. Ja. Dann ist wirklich, also dann liege ich nicht erstmal noch ein bisschen im Wasser rum und mach mal, ach komm, jetzt zieh ich noch die Schwimmweste aus und so. Nee, da muss wirklich Kasala raus aus dem Wasser. Genau. Ja. Genau. Die Lifeline. Die Lifeline. Da war meine Frage halt, die ich mir gestellt hatte oder das Problem, was ich im Vorhinein erwartet hätte, wäre eventuell, dass ich durch diese Bewegung des Motors sozusagen hinterhergezogen werde und keine Kontrolle über mich kriege. Mhm. Das Boot bewegt sich einfach weiter. Ich falle rein, bin alleine auf dem See. Das Boot fährt weiter, zieht mich hinterher. Ging eigentlich tatsächlich. Das Boot, also man ist relativ dicht am Boot. Hat sich schnell rangezogen, ist eine super Sache tatsächlich. Genau. Die Lifeline ist krass. Die Lifeline ist krass, das kann man festhalten. Zumindest für den Bereich 12 Volt E-Motor. 55 Lips hat das Modell jetzt gehabt. Genau. Also zwei Sachen sind mir wichtig dazu zu sagen. Beim E-Motor kriegt man es noch gehandelt. Ja? Mit dem Verbrenner würde ich das vielleicht in Frage stellen. Ja? Da hat auch die Schraube einfach dann, glaube ich, eine andere Durchschlagskraft. Ne? Also da will ich nicht mit irgendeiner Extremität reinkommen. Das ist auch schon der zweite Punkt. Also beim E-Motor, wenn mich da hinten der Rotor erwischt oder so, also ja, blauer Fleck, bla bla bla, alles geschenkt. Aber beim Verbrenner die haben doch noch diese Notfallschnur, ja, klar. Die du einklippst. Ja. Da wäre jetzt eventuell nachher noch mal zu testen, wie lang, was länger ist. Na, du kannst. Also, aber ne? Da gibt es eine Schnur, ja. Die ist gewickelt, die ist eingeklippt beim Verbrennermotor. Genau. Und wenn du ins Wasser fällst, dann hast du diese Schnur irgendwo an deinem Körper natürlich befestigt. Und du reißt sozusagen das Not aus am Motor ja. an, sodass der Motor halt ausgeht. Genau, genau. Also an sich ist das eine gute Sache, wenn man die Lifeline mit dieser Motorleine koppelt und sobald du rausfliegst, ne, hält dich die Lifeline am Boot ja. und der Motor geht aus. Das genau. ist der Optimalfall. Wenn wir ins Wasser fallen, das ist jetzt eine Sache, die wir nicht abbilden können und wir haben keine Lifeline und eine Schwimmweste an und das Boot ist weg. Da bleibt mir noch eine Sache zu sagen, die halt wichtig ist, weil in den meisten Szenen, die wir jetzt abgebildet haben, haben wir gesagt und festgehalten, meine Motivation muss sein, so schnell wie möglich aus dem Wasser rauszukommen. Wenn mein Boot weg ist durch Wind oder zum Beispiel, weil der Motor das einfach weiterfährt und ich liege da mit meiner Schwimmweste im Wasser, dann ist es eher hinderlich, wenn ich mich viel bewege. Ja. Weil du hast auch gesagt, am Anfang hast du Luft in deiner Warthose drin gehabt und das Wasser ist langsam durch deine Klamotten gesickert. Ja. Wenn ich mich jetzt da viel bewege, dann sorge ich die ganze Zeit dafür, dass kaltes Wasser nah an meinen Körper kommt. Und das ist schlecht. Mhm. Und dann muss ich die Schwimmweste ihren Dienst machen lassen und mich ruhig hinlegen. Mhm. Die Extremitäten kühlen aus, da kann ich nichts gegen machen. Und dann muss ich gucken, okay, was ist jetzt meine wahrscheinlichste Rettungsmöglichkeit? Ja, wenn ich 200 Meter weg bin vom Ufer, ja, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen und eine halbe Stunde warten, bis ich da rangetrieben bin und kann mit leichten Schwimmbewegungen irgendwie arbeiten. Ja, aber wenn ich da versuche, irgendwie großartig jetzt den Freischwimmer zu machen, 200 Meter bei 7 Grad, das wird nichts. Ja. Also da wäre ja dann schon wieder tatsächlich am besten, eine Schwimmweste anzuhaben, sich auf den Rücken zu legen und zu warten. Genau, das genau. ist der Punkt. Also sind wir mal ehrlich, nachts wird keiner kommen und dich irgendwie retten. Ja? Ja. Also an den meisten Gewässern, an denen wir unterwegs sind, ist es jedenfalls so.
Und da muss man dann halt sich vorher irgendwie wirklich einen Plan machen. Also die Schwimmweste, das ist halt so ein bisschen das, woran ich mich immer gestört habe in der ganzen Diskussion, wird behandelt als etwas, dann habe ich ja genug für die Sicherheit getan. Wir reden darüber, dass man ins Wasser fällt, es gab Tote und so weiter im Karpfenangelbereich. Und die Schwimmweste wurde immer angesehen als das Allheilmittel. Aber man muss ihren Zweck verstehen, ihren Einsatzzweck verstehen. Und ihre Mittel sind begrenzt. Und man muss halt auch verstehen, dass das kein Selbstrettungsmittel ist, sondern das ist ein Mittel, wo man auf Hilfe angewiesen ist. Ja. In den meisten Fällen. Ne? Und das Ding kommt ja auch aus der Seefahrt und nicht aus der Binnenschifffahrt hier irgendwie für den Süßwasserbereich. Nehmen wir jetzt zwei Szenarien. Was würdest du empfehlen? Das erste Szenario, wir gehen immer davon aus, es ist ein großes Gewässer. Das erste Szenario, ich bin allein unterwegs, es ist mieses Wetter, ich falle ins Wasser. Welche Ausrüstung soll ich anlegen? Definitiv eine Lifeline, das ist das Allerwichtigste. Und bei der Schwimmweste habe ich keine abschließende Meinung. Ja, wenn ich es pauschal festlegen müsste, dann Schwimmweste in Kombination mit Lifeline und mit dem Mythos, keine Warthose anhaben zu dürfen, würde ich gerne aufräumen und sagen, das stimmt einfach nicht. Ja. Also die Warthose, es ist auch einfach klar, wenn ich mein Boot irgendwo im Wasser parke und ich habe nachts einen Lauf, dann ziehe ich meine Warthose an, weil ich zum Boot hinlaufe. Na klar. Und was auch noch abschließend, ja, Fazit nochmal, einmal ganz wichtig, wir haben es am Anfang angerissen, die Situation, unter denen wir auf dem Wasser sind, sind Stresssituationen, weil es ist nachts um 3, man wird aus dem Tiefschlaf gerissen, der Bissanzeiger hat gepiept, man ist voll mit Adrenalin. Ne? Wir müssen realistisch bleiben. Ich stelle mich nicht hin, habe den Piepton vom Bissanzeiger und ziehe erstmal 3 Minuten lang entspannt meine Schwimmweste an. Das mache ich einfach nicht, das ist unrealistisch. Mhm. Ja? Der Aufwand, eine Schwimmweste ordnungsgemäß, und darauf liegt der Schwerpunkt, anzuziehen, braucht Zeit und passiert am besten in einer Ruheposition. Mhm. Die Lifeline, die kostet mich keinen Aufwand. Die kann im Boot sein, ja, und ich muss mich nur darum kümmern, dass ich die irgendwo an meinem Körper anklicke, wo sie fest ist. Ja. Ja. Okay, und die Situation, ich bin zu zweit, einer fällt ins Wasser. Ganz ehrlich, also wenn man zu zweit ist, hat man wirklich eine komfortable Situation. Ja. Weil wir haben dich da schwimmen lassen ohne Lifeline, ohne Schwimmweste, mit Warthose, mit Klamotten an. Und du kannst dich erstmal kurz über Wasser halten. Und eine zweite Person ist im Boot. Und die hilft dir? Die hilft dir. Also da definitiv dann mit Rettungsweste bestes Leben. Ja, definitiv. Und Überlebenschancen. Ja. Okay. Also, wenn wir zusammenfassen, schnell aus dem Wasser raus. Unbedingt mit dem Boot verbunden bleiben. Deswegen eher eigentlich Lifeline in Kombination mit Schwimmweste. Ich glaube, in der Reihenfolge müsste man es sagen. Ja, zuerst Lifeline, dann Schwimmweste. Und mit einer Watthose ohne Schwimmweste geht man nicht unter. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte. Also Leute, ich glaube und hoffe, dass dieses Video geholfen hat. Uns hat es auf jeden Fall einiges an Erkenntnis gebracht. Ja. Danke, Tristan, für dein Fachwissen an der Stelle auch nochmal. Ich durfte ja davon auch schon profitieren und ich glaube, jetzt haben wir alle davon profitiert. Wir haben es jetzt schwarz auf weiß in Farbe und mit Ton gesehen, wie es funktioniert. Du bist ja immer noch da. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen für deine Sicherheit auf dem Wasser. Wenn du jetzt von den 20% fürs Jahresabo profitieren möchtest, betätige einfach den Link hier unten in der Videobeschreibung, folge den Anweisungen, melde dich direkt an und genieße ein Jahr lang gutes Karpfen-Entertainment und natürlich lehrreiche Videos. Wir freuen uns auf dich.